Und hier ist dann das Wohnzimmer. Hier haben die Kinder dann noch Fernseh geguckt. Der ist jetzt raus, der Fernseher. Am Freitag war der noch da. Und durch dieses Fenster hat dann die Feuerwehr die anderen Kinder gerettet. Das ist schon sehr traurig, ne? Das muss ich auch ehrlich sagen. Aber die haben keine Versicherung abgeschlossen. Wir haben denen das mehrmals gesagt. Und deswegen sind auch die ganzen Möbel jetzt kaputt. Die stehen vorm Nichts. Das ist unheimlich traurig. Zum Glück ist ihnen nicht so viel passiert, aber sonst wäre es echt schlimm gewesen. Es war ja ganz kurz, was hat die Kripo mir gesagt, 2 Minuten weiter, dann wäre vielleicht ein Kind verbrannt oder sowas. Und das geht natürlich richtig nah. Obwohl das hier Mainz ist und alles kaputt ist, aber das kann man alles ersetzen. Ne? Personen nicht mehr. Ne? Brandschäden sind ein lukratives Geschäft für Sanierungsfirmen. Marco Lujoie verschafft sich einen Überblick. Mit geschultem Blick erkennt er schnell, dass das Mobiliar nicht mehr zu retten ist. Nicht zum Wohnen mehr geeignet. Nee. Das ist also klassischer Totalschaden. Ne? Löschwasser, Rauchgasbeaufschlagung. Also da muss massiv gearbeitet werden. Ne? Ja, da muss natürlich das Inventar irgendwie mal geräumt werden in die nächste Zeit. Mhm. Da können Sie nichts mehr von sanieren oder wiederherstellen. Und selbst wenn, dann ist das wirtschaftlich nicht sinnvoll für die Versicherung, hier irgendwas wiederzubeleben, sag ich mal. Holz ist eh problematisch, Matratzen, alles stark kontaminiert, alles zu entsorgen. Die Besitztümer von Familie Demir liegen in Schutt und Asche. Was für die Mieter und den Hauseigentümer ein Ausnahmezustand darstellt, bedeutet für Brandsanierer Marco Lujoie Routine. Seine Branche lebt vom Schaden anderer. Da habe ich keine emotionale Anschlüssigkeit bei. Das ist ein Job. Ich mache das schon 6, 7 Jahre. Und das ist wahrscheinlich wie ein Sanitäter. Ne? Also wenn jetzt nicht gerade Menschen dabei zu Schaden kommen oder Kinder, dann ist mir das eigentlich, das ist ein Sachschaden mehr nicht. Das kann man wiederherstellen und dann ist es meist besser, als es war. Und so gibt es auch keinen Grund, traurig zu sein. Ne? Der nächste Schaden. Nächster Einsatz für die Brandermittler Kai Günther und Eckhard Burger. In Rendsburg hat ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Flammen loderten im Treppenhaus und versperrten den Fluchtweg. 7 Menschen leben hier. Feuerwehr, Polizei und Anwohner glauben an Brandstiftung. Wir kriegen schon wieder was. Hör auf zu sein. Wir leben noch. Der Schock bei den Anwohnern sitzt noch immer tief. Dass alle heil rausgekommen sind, grenzt an ein Wunder. Das ist inzwischen allen bewusst. Kai Günther sammelt Informationen von den Brandzeugen. Er hofft auf Erkenntnisse über den Ausbruchsort des Feuers. Frau Gaspers, Mieterin der Wohnung im ersten Obergeschoss. Cornelia Gaspers war zur Brandzeit nicht im Haus, ihre beiden Kinder aber. Sie gibt an, dass die Haustür immer offen stand, Tag und Nacht. Wer wollte, konnte also ins Haus. Optimale Bedingungen für einen Brandstifter. Im Eingangsflur findet Kai Günther die erste Spur. Hier Brandzehrung bis zum Fußboden an der Vitrine. So wie hier an der Zugangstür zum Treppenhaus massive Brandzehrung. Dafür. Und auf der Rückseite, wenn Sie schauen wollen, keine Brandzehrung. Also Schadfeuer hat eindeutig von hier auf die Tür eingewirkt. Die Zerstörungen geben Rätsel auf. Das Feuer muss sich ungleichmäßig im Treppenhaus ausgebreitet haben. Einige der hölzernen Stufen haben scheinbar gar nicht gebrannt. Techniker Eckhard Burger dokumentiert alle Auffälligkeiten, Zusammenhänge und Ungereimtheiten. Elektroingenieur Kai Günther ist weiter auf Spurensuche. Ja, hier befinden wir uns im zweiten Obergeschoss des Hauses. Hier links wieder das gleiche Bild an der Tür, von außen massive Brandzehrung. Und auf der Innenseite keine Brandzerstörung. Sie sehen ja auch hier dieser brennbare Abfall hier in den gelben Säcken. Zeigt keine Brandspuren, so dass man sagen kann, das Schadenfeuer hat sich hier im Treppenhaus nach oben ausgebreitet. Ja, die Treppe muss da unten ja gelegen haben. Ne? Das sind ja massive Brandzerrungen an der Tür.
zu erkennen. Noch passen nicht alle Indizien zusammen, aber eins scheint klar. Der Ausbruchsort des Feuers war nicht in, sondern vor den Wohnungen. Eine starke Brandeinwirkung hier oberhalb der Textilien. Das Treppenhaus ist ja ein sensibler Bereich, weil die Personen, Bewohner dieses Hauses natürlich sich über ein Treppenhaus, das Treppenhaus in Sicherheit bringen wollen. Und wenn dort der Brand entsteht im Treppenhaus und durch den Kabineneffekt dieses in Mitleidenschaft gezogen wird, ist natürlich der Fluchtweg erschwert bzw. abgeschnitten. Das Bett, da ist ja auch die Matratze unten, ne? Verbrannt. Ja, da haben sie angesteckt und hier oben. Und wenn das nicht da gestanden hätte, hätten sie was anderes gefunden. Die wollten zu mir. Die Wohnung von Cornelia Gaspers und ihren beiden Söhnen. 2 Jahre hat sie hier gelebt, aber zu Hause fühlen wird sie sich hier nie wieder. Seit der Brandnacht ist nichts mehr so, wie es einmal war. Die Sozialhilfeempfängerin ist nicht versichert. Für sich und die Kinder will sie alles retten, was noch irgendwie zu gebrauchen ist. Das Leben geht schließlich weiter. Wonach gucken Sie jetzt? Ein paar Kleinigkeiten, was mich an mein Leben erinnert. Ein paar Sachen, die schon uralt sind. Erbstücke. So. Irgendwie sowas, ich weiß nicht. Was soll ich denn hier noch mitnehmen? Zeugen wollen Flammen an 3 verschiedenen Stellen gesehen haben. Ein Brandherd befand sich direkt vor der Wohnung der Gaspers. Hier nehmen die Schäden schon ab. Dort an den hölzernen Verkleidungen haben wir noch Rauchgasanhaftungen, Spuren einer thermischen, sekundären thermischen Einwirkung. Man sieht auch sehr schön hier im oberen Bereich, wie die heißen Rauchgase sich hier unterhalb der Decke angesammelt haben und entsprechende Schäden verursacht haben unterhalb der Decke. Wenn wir hier unten schauen, im unteren Bereich, noch alles fast niegelnagelneu, alles vollkommen erhalten. Das Haus wird längere Zeit nicht bewohnbar sein. Cornelia Gaspers und ihre Kinder sind erst einmal bei Freunden untergekommen, verteilt auf 2 Wohnungen. Familie Mahnke hat Glück gehabt. Direkt gegenüber ihres Hauses ist kurzfristig eine Wohnung frei geworden. Ja, unsere Stube, unsere neue, gute Stube, voll möbliert. Haben wir echt Schwein gehabt, dass wir das kriegen konnten. Dass wir so hier einziehen konnten, ohne dass wir was machen mussten. Das war schon toll. Alles da, was wir brauchen. Wie kam das? Die Mutter von dem Bauern nebenan ist gestorben vor ein paar Wochen. Und die hat in diesem Haus gewohnt. Nun haben wir dann gefragt, ob die vielleicht eventuell bereit wären, uns das zu überlassen für die Zeit, bis das Haus wieder fertig ist. Der Tag der Abrechnung in Sachen Hausratschaden. Für jedes Zimmer haben die Mahnkes eine Liste mit dem gesamten Inventar erstellt. Zum Teil aus der Erinnerung. Michael Hansen vergleicht die Listen mit seinen Fotos. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal Ihre Listen durch. Okay, war viel Arbeit? Ja. War viel Arbeit? Ja. Ich nehme mal pro Schallplatte im Schnitt 4 Euro. Den Schrank, den Sie stehen haben, das ist der Schrank, wo der Fernseher drin war? Ja. Den kriegen wir da kaum raus, weil wir über die ganzen Schotter rüber müssen. 800 Euro. Ja, das hat es gekostet. Da haben wir nicht mehr. Den haben wir nämlich erst vor einem halben Jahr gekauft. Da können wir höchstens im Katalog gucken von Dodenhoff. Bei Dodenhoff. 1500 können wir mit der Garnitur auch nicht aus. Ich mache hier 1800 Euro. Nach 3 Stunden sind alle Listen abgehakt. Die Parteien haben sich geeinigt, jedenfalls weitestgehend. Ja, es wurde vieles gestrichen, was ich eigentlich noch gerne mit übernommen hätte, aber in einem Großen und Ganzen. Ich warte jetzt auf die Endsumme, was da jetzt steht. Und dann. Also manches Mal muss man schon schlucken, weil man das Gefühl hat, es ist mehr wert. Aber ich denke auch, dass wir uns da im Großen und Ganzen eigentlich angeglichen haben. Und ich denke, das ist okay, oder? Mal gucken, was dabei rauskommt. Ja. 39.239 Euro. Mhm. Das okay? Das schon okay, ja. Eine Woche nach dem Brand in der Wohnung der kurdischen Großfamilie. Noch immer leben die Demirs in der Notunterkunft. Beschäftigung soll Ablenkung verschaffen. Braucht ihr noch Papier? Ja, du kannst das hier nehmen. Die 22-jährige Nayla versucht im Alltag ihrer jüngeren Schwestern ein Stück Normalität zurückzugeben. Trotz aller Bemühungen, seit dem Brand ist alles anders.
Eingelebt haben wir uns noch nicht hier. Es ist schwierig, da uns jetzt nach und nach Sachen fehlen, also mit denen man normalerweise seinen Alltag gestaltet hat. Es ist halt gewöhnungsbedürftig und wir versuchen uns langsam daran zu gewöhnen, irgendwie mit dem Gegebenen zurechtzukommen.